Hallo, liebe Freunde der Kirchengeschichte, herzlich willkommen zu diesem Video über den Bauernkrieg von 1525. Der Bauernkrieg ist ein Ereignis, was die Reformation stark beeinflusst hat, was aber eigentlich keinen Ursprung in der Reformation hat. Ich werde das diesmal so machen, dass ich euch so ein bisschen anhand von meinem Skript entlang führe. Dazu wechseln wir jetzt mal hier den Bildschirm und schauen uns mal an, was wir da haben. Hier seht ihr mein Skript über den Bauernkrieg. Und ich gehe jetzt mal so ein bisschen daran entlang. Hier oben habt ihr Literaturverweise, wo ihr tiefer noch in den Stoff eindringen könnt. Und wir werden uns jetzt mit den Hintergründen des Bauernkriegs beschäftigen. Luthers reformatorische Gedanken trafen zufällig mitten hinein in eine Zeit großer sozialer Spannungen. Das ist also so der Fall. Wäre die Reformation in einer anderen Zeit geschehen, dann hätten wir vielleicht gar nichts hier vom Bauernkrieg zu behandeln. Aber viele, die sowieso gesellschaftliche Veränderungen forderten, die hielten Luther jetzt für ihren Bundesgenossen. Luther schrieb die Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen. Und viele dachten, wow, Freiheit, also werden wir jetzt auch mal frei von allem, was uns so knechtet. Und da ging es vor allem um die Bauern, denn die Bauern waren teilweise sehr unfrei. Ihr habt hier ein Flugblatt aus der damaligen Zeit. Da kann man lesen, hier links auf dem Flugblatt, ich aber bin von Art ein Bauer. Mein Arbeit wird mir schwer und sauer. Ich muss ackern, säen und eggen, schneiden, mähen, heuen, dagegen, holzen und einführen, Heu und Treid, also Getreide. Güld und Steuer macht mir viel Herzeleid, also das Geld, was er bezahlen muss, und die Steuern machen ihm viel Herzeleid. Trink Wasser und iss grobes Brot, wie denn der Herr Adam gebot. So war die Situation eines Bauern. Kein leichtes Leben, sehr viel Arbeit, wenig für sich selbst, gerade so, dass man überleben kann. Und das nicht nur für ein paar Bauern, wie es heute in Deutschland ist, ein paar Prozent der Bevölkerung, sondern in Deutschland sind um 1500 ca. 80% der Bevölkerung Bauern. Die meisten werden von ihren Grundherren stark ausgebeutet. Sie sind teilweise leibeigen, sie müssen Frondienste leisten, tageweise arbeiten sie nicht für sich selber, sondern nur für ihren Herrn. Und man lebt sozusagen in einer sehr angespannten wirtschaftlichen Situation mit nur sehr wenigen Rechten. Das gilt für den Großteil der Bevölkerung. 80% sind Bauern. Das heißt, den allermeisten im Volk geht es schlecht. Das ist natürlich sozialer Sprengstoff. So gibt es also schon seit 1321, 200 Jahre vor Luther, gab es schon erste Bauernaufstände in Flandern. In England war die Situation nicht anders. Da haben sich diese sozialen Spannungen schon mit den reformatorischen Ideen Wycliffes verbunden gehabt. Und damals gab es die Lollarden, die dann gepredigt haben und da auch Evangelium und Forderungen nach sozialen Veränderungen miteinander vermischt haben. In Südwestdeutschland braut sich dann langsam was zusammen. 1493 wird da der Bundschuh gegründet, eine Bewegung, die die Forderung der Abschaffung der Leibeigenschaft hat, also im Grunde der Sklaverei, die sollte abgeschafft werden. Die Abschaffung der verpflichtenden Zehntabgabe, die Bauern müssen an ihren Grundherren 10% aller Einkünfte abgeben, haben selber dann oft zu wenig. Und vor allem die Freigabe der Allmenderechte, also das heißt, dass jeder das Recht haben soll zu jagen und zu fischen. Das ist momentan nämlich nicht so, sondern um 1500 gilt, dass nur der Landesherr sich mal für ein leckeres Essen ein Tier jagen darf oder Fische fangen darf. Die Bauern dürfen sowas alles gar nicht.
Das muss anders werden. Die Bauern leiden Not, sie leiden Hunger, sie schließen sich unter dem Bundschuh zusammen. Hier haben wir das Symbol des Bundschuhs, also ein Schuh mit so einer langen Schnur, mit der das so sonst um das Schienbein so gewickelt war, um den Schuh festzuhalten. Wir sehen hier ein Bild, wie das so damals war. Der Grundherr, der peitscht hier Menschen aus, die hier einen Pflug ziehen. Und dahinter ist der Bauer, der das sozusagen noch den Pflug gerade hält. Also schon schlimme Zustände. Wenn sowas heute da wäre, würden wir natürlich alle auf die Barrikaden gehen. Was das für eine Ungerechtigkeit ist, das sind keinerlei Arbeitnehmerrechte oder so. Das ist fast Sklaverei, was damals mit den Bauern gemacht wurde. Ja, so war es. Und die große Frage ist, was sagte Luther dazu? Luther hatte schon in einer grundlegenden Schrift 1523 sich dazu geäußert. Diese Schrift, die sollte man irgendwann mal gelesen haben, von weltlicher Obrigkeit, wie weit man ihr Gehorsam schuldig sei. Da legt Luther seine politische Ethik dar und macht sich so ein erstes Grundkonzept, wie man überhaupt als evangelischer Christ mit Politik umgeht. Er entwickelt hier seine berühmte Zwei-Reiche-Lehre und die hält er dann auch durch bis an sein Lebensende. Und er stellt sich das Ganze also so vor, dass er sagt, Gott regiert die Welt auf zwei verschiedene Art und Weisen. Das darf man auch nicht vermischen, das muss man sehr klar auseinanderhalten. Die Gläubigen regiert er allein durch das Wort. In der Gemeinde, im persönlichen Glaubensleben gilt das Wort der Bibel. In der Welt aber, in der Politik, regiert Gott auf eine andere Art und Weise. Da predigt Gott nicht und sagt, das darfst du nicht, sondern er regiert durch das Schwert. Die Welt wird durch das Schwert, also das heißt durch Gewalt, in Schach gehalten. Die Welt besteht aus Sündern und die Welt ist ein Spielplatz des Teufels. Da will sich vieles Böse auswirken und das kann man nur mit Gewalt auseinanderhalten und verwehren. Deswegen heißt es in Römer 13, jeder sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Der Obrigkeit ist das Schwert gegeben. Das heißt, die Obrigkeit, die Regierung, die darf Gewalt anwenden und muss Gewalt anwenden, um dem Bösen zu wehren. Deswegen muss man Übeltätern manchmal wehtun. Deswegen muss man Übeltäter ins Gefängnis werfen und darf dann nicht mit der Bergpredigt kommen und sagen, ja, du hast mir auf die linke Backe gehauen, deswegen halten wir alle auch nochmal die andere Backe hin, sondern wenn jemand etwas Böses tut, dann muss die Obrigkeit mit Gewalt dagegen einschreiten und einen Übeltäter mit Gewalt am Bösestun hindern. Politische Fragen dürfen nicht mit der Bergpredigt gelöst werden. So ist das in der Welt. Die Obrigkeit darf Gewalt einsetzen. Die Obrigkeit ist sehr wichtig, um Ordnung in der Welt zu schaffen. Und Luther entscheidet sich hier also dafür, dass die Obrigkeit mit Gewalt Ordnung schaffen soll. Und deswegen gibt es kein Widerstandsrecht gegen die Obrigkeit. Was die Obrigkeit sagt, das muss man tun. So wie es in Römer 13 steht, ein jeder sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Nur so scheint für Luther Ordnung in der Welt herzustellen zu sein. Er ist sich ganz klar, dass die Welt voller böser Menschen ist, voller Sünder, die nur mit Gewalt in Schach gehalten werden können. Und deswegen sagt er, kein Mensch, auch kein Christ, hat das Recht, einer obrigkeitlichen Anordnung zu widerstehen. Es gibt später bei Luther nur einen einzigen Fall, wo er überhaupt ein Widerstandsrecht für Christen für möglich hält. Das ist, wenn ein gottloser Kaiser sozusagen gottlose Dinge anordnen will im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, dann gestattet er den Fürsten sozusagen aus Notwehr
ein Widerstandsrecht. Wenn der Kaiser angreifen würde, dann darf man mit Gewalt zurückschlagen, um das Evangelium zu schützen, weil die evangelischen Fürsten gleichzeitig für Ordnung und für das Evangelium verantwortlich sind. Ja, also Luther sagt, zwei Reiche Lehre, man muss immer gehorsam sein, wenn die Obrigkeit das tut. Das jetzt zusammen mit dem Bauernkrieg heißt natürlich, eigentlich ist Luther dafür, dass alles so bleibt, wie es ist. Die Bauern müssen gehorsam sein den Obrigkeiten. Jetzt aber hören die Bauern und lesen es, dass Luther von der Freiheit eines Christenmenschen geschrieben hat. Und sie lesen sich das vielleicht nicht alles ganz genau durch, was Luther da genau geschrieben hat. Sie hören nur, da ist ein Prediger, der steht jetzt mal auf für Freiheit. Und das hören sie nur, und sie würden ja am allerliebsten frei sein, frei von der Leibeigenschaft, frei, sich auch mal einen Fisch zu fangen oder so. Und deswegen hören sie das relativ oberflächlich und sagen, der Luther, das ist unser Mann, der kämpft für Freiheit und mit ihm zusammen erreichen wir jetzt endlich die Freiheit und wir lehnen uns jetzt auf gegen die Obrigkeit und machen jetzt einen Aufstand und wir kämpfen für die Freiheit. Erste gewaltsame Bauernaufstände 1524 fangen im Schwarzwald an und dann gehen sie ins Allgäu über ganz Süddeutschland bis nach Kärnten und Tirol. Wir haben hier eine Karte über den Bauernkrieg, über die Bauernaufstände. Wir sehen hier in Südwestdeutschland heiße Phase, Kerngebiet der ersten Bauernaufstände südlich von Stuttgart an der schweizer-deutschen Grenze und das zieht sich hier bis ins Elsass, bis Tirol, bis in die Steiermark. Und dann geht es hier hoch nach Norden, Hohenlohe, Würzburg, bis hier nach in Richtung Trier und dann hoch bis nach Thüringen und Sachsen. Mühlhausen werden wir kennenlernen, Frankenhausen, bis hoch in den Harz, nach Goslar und hier nach Osten, Zwickau, bis nach Sachsen hinein und nach Franken, Bayreuth, Bamberg, Ansbach. Ein Drittel Deutschlands wird erfasst von diesen Bauernaufständen. Und ein berühmtes Dokument dieser Aufstände sind die sogenannten 12 Artikel der Bauern von Sebastian Lotzer in Memmingen verfasst, hier unten in Memmingen. 12 Artikel werden dort aufgestellt, die könnt ihr euch im Sirtschin alle 12 mal anschauen. Was fordern die Bauern da? Zum einen ein paar Sachen, die schon immer die Bauern gefordert haben in den letzten Jahrzehnten. Die Abschaffung der Leibeigenschaft, freies Recht zu jagen und zu fischen, erträgliche Frondienste. Das sind also Bundschuhforderungen und gleichzeitig aber vermischt sich das jetzt mit evangelischen Forderungen. Es wird vom Glauben her aufgrund der Heiligen Schrift gefordert und ein paar christliche Forderungen werden damit vermischt. Die reformatorische Predigt, die freie Pfarrerwahl wird gefordert. Also hier vermischt sich jetzt diese Bauernbewegung, die nach äußerlicher Bauernfreiheit drängt, mit der Reformation, die eine innerliche geistliche Freiheit fordert. Die 12 Artikel, ja, sind Sprengstoff, die verbreiten sich in Windeseile in ganz Deutschland und Luther muss jetzt langsam mal sagen, was er dazu meint. Und so schreibt er im April 1525 eine vermittelnde Schrift zuerst. Die heißt Ermahnung zum Frieden. Steht hier Ermahnungen zum Friede auf die 12 Artikli der Bauerschaft in Schwaben. Auch wieder die Räuber. Ja, das ist noch eine andere Schrift. Also erstmal die Ermahnung zum Frieden. Also, was schreibt er in dieser ersten Schrift? Er schreibt, ich habe Verständnis für die Not, euch geht es wirklich schlecht, ihr Bauern, aber es geht nicht, dass ihr weltliche Forderungen geistlich begründet. Ihr vermischt hier zwei Sachen. Man muss die beiden Reiche doch auseinanderhalten. Ihr könnt nicht in der Welt mit der Bibel argumentieren.
geistliche Begründungen sind hier fehl am Platz. Geistlich wird in der Gemeinde begründet. Und er sagt, also ihr könnt gerne was fordern, dann könnt ihr das aber nur im Rahmen der bestehenden Gesetze fordern und anmelden. Gewaltsam dürft ihr gar nichts. Ihr müsst untertan sein der Obrigkeit, das ist Luthers Ansatz. Und deswegen sagt er, kein Aufruhr, wenn, dann muss es mit Worten passieren. Und guckt mal, ob ihr noch Rechtsspielräume habt. Und ihr Fürsten, ihr geht wirklich schlecht mit den Bauern um, bitte kommt denen mal etwas entgegen. Ihr seid beide Seiten, die Bauern und die Fürsten, ziemlich unchristlich. Und deswegen ermahne ich euch zum Frieden. Einigt euch irgendwie, findet irgendwie einen Kompromiss. Das ist Luthers erster Weg, der Aufruf zu einer diplomatischen Lösung dieses Konflikts. Tja. Und jetzt kommt es aber zu einem neuen Player, der da noch mit reinwirkt und der das Ganze noch radikalisiert. Das ist der Thomas Münzer. Wir sehen hier eine Briefmarke. Der Thomas Münzer hat, glaube ich, in der Bundesrepublik Deutschland nie eine Briefmarke gekriegt, aber in der Deutschen Demokratischen Republik, in der DDR, war er ein großer Held. Und wir sehen ihn hier, wie er zum Angriff aufruft, Bauern mit Spießen greifen an. Und sie haben hier auch noch die Bundschuhfahne dabei. Deutsche Patrioten steht hier auf der DDR-Briefmarke. Also der Thomas Münzer galt in der DDR als vorbildlicher deutscher Sozialrevolutionär, der sozusagen ein Vorreiter der DDR gewesen ist, der endlich für Gleichheit gesorgt hat oder sorgen wollte, bloß 500 Jahre zu früh kam. Wer war das? Der Thomas Münzer. Der war ein Mönch, hatte Theologie studiert, wurde dann evangelisch und bekam durch Luthers Vermittlung tatsächlich eine Pfarrstelle in Zwickau. In Zwickau waren die Zwickauer Propheten, so Schwärmer, die Endzeitvisionen hatten und so, und von denen wird er so angesteckt. Er entwickelt ein prophetisches Selbstbewusstsein. Also er hat so den Eindruck, es ist jetzt wirklich letzte Zeit und Endzeit. Gott will jetzt hier alle Ordnungen stürzen. Er hört vor allem jetzt auf die innere Stimme des Heiligen Geistes, nicht mehr so auf die Bibel, und macht ein paar Neuerungen. Luther ist für ihn alles viel zu langsam. 1523 wird er Pfarrer in Altstädt und führt hier schon mal einen deutschen Gottesdienst ein, noch bevor das in Wittenberg überhaupt der Fall war. Einen ganz durchgehend deutschen Gottesdienst. Das war damals eine Revolution, wo man nur eine lateinische Messe kannte. Er führt dann die Bürger von Altstädt dazu an, eine katholische Marienkapelle zu zerstören, Bildersturm. Und er ist sehr davon überzeugt, dass die Reformation sich gegen alle Gewalt und Gottlosigkeit durchsetzen muss, mit Gewalt, weil jetzt ist wirklich Weltende, jetzt kann man nicht mehr diplomatisch abwarten. Und am besten wäre es, wir würden jetzt mit der Führung evangelischer Fürsten zurückschlagen und den Antichristen schlagen und alle Bösen schlagen. Aber wenn die evangelischen Fürsten nicht mitmachen, dann kann man auch notfalls ohne und sogar gegen sie den Aufruhr wagen. Luther warnt schon früh im Juli 1524 vor dem Thomas Münzer in seiner Schrift Sendbrief an die Fürsten zu Sachsen vom aufrührerischen Geist, damit ist der Münzer gemeint. Luther verteidigt seine Sicht, dass die Reformation alleine sich durch die Predigt des Evangeliums durchsetzen soll. Kein Versuch gewaltsamen Umsturzes. Aber der Münzer ist von seiner Gewaltlinie überzeugt. Im Juni 1524 hält er eine berühmt gewordene Fürstenpredigt vor evangelischen Fürsten auf dem Altstädter Schloss, vor dem sächsischen Herzog, fordert er die Fürsten auf, jetzt loszuschlagen. Das Reich Gottes muss mit Gewalt jetzt durchgesetzt werden, mit dem Schwert gegen die Katholiken. Und die Fürsten wollen das nicht. Und deswegen sucht sich der Münzer andere Verbündete und er schaut sich um und fragt sich, wo gibt es denn hier noch Verbündete, die mal einen gewaltsamen Umsturz wollen? Ah, da haben wir ja die Bauern. Und so schließt er sich mit den Bauern zusammen,
wird zum Anführer der Bauernbewegung in Thüringen, organisiert Aufstände, bringt viele Bauern zusammen und er geht nach Mühlhausen in Thüringen und macht dann später in der Schlacht von Frankenhausen eine große Schlacht. Er treibt 6000 Bauern in den Tod in Frankenhausen. Da gibt es heute ein großes Denkmal und Museum für diesen Bauernkrieg. Er scheitert, weil die Bauern natürlich den fürstlichen Heeren total unterlegen sind. Der Münzer selber wird gefangen genommen und er wird sozusagen auf einem Dachboden verhaftet, er wird hart gefoltert und wird dann auch hingerichtet. Sein Kopf wird vor der Stadtmauer von Mühlhausen auf einen Pfahl gespießt. Also er hat ein unrühmliches Ende und man kann sagen, der Münzer, der ist auch fast zufällig in den Bauernkrieg gestolpert. Er hat ihn nicht hervorgerufen, die Bauernaufstände gab es schon vorher, er hat die auch nicht organisiert oder geführt. Er war nur mal ganz kurz, hat er sich mit denen verbündet in diesem thüringischen Aufstand im Mai 1525 und er gibt dem Ganzen so eine Endzeitnote. Ja, als ob hier so der letzte Krieg Harmagedon irgendwie vor uns steht. Und Luther, für Luther ist er nur ein Schwärmer, der völlig den falschen Weg gewählt hat. Wie gesagt, für die DDR wurde er dann das große Vorbild, einer, der schon den Kommunismus sozusagen vor DDR-Zeiten einführen wollte, der sich zum Glück mal gegen die herrschende Klasse aufgelehnt hat, der eine Gesellschaftsreformation wollte. Man unterschlägt dann, dass er apokalyptisch, christlich, schwärmerisch, visionär gewesen ist. Die DDR hat nur so seine Sozialthesen von ihm so toll gefunden. Was macht Luther bei diesem ganzen Chaos? Die gewaltsamen Aufstände breiten sich immer mehr aus, sodass Luther sagt, ich muss mir da jetzt mal selber ein Bild machen. Anfang Mai 1525 reist er in das Kriegsgebiet. Er versucht dort zu predigen, in Nordhausen predigt er und kommt dabei fast um. Er merkt, wie lebensgefährlich das ist, da so zwischen die Fronten zu geraten und er denkt tatsächlich selber, dass das Ende der Welt ziemlich nah ist. Bei dem ganzen Chaos, was da ausbricht, ist das jetzt wirklich die allerletzte Zeit? Stürzt die Welt ins absolute Chaos? Mitten hinein, als er da gerade in Thüringen rumfährt und sich die Gewalt anschaut, kriegt er auch noch die Nachricht, dass sein Kurfürst Friedrich der Weise jetzt gestorben ist. Wieder so ein Zeichen der Endzeit. Sein Schutzherr ist jetzt sozusagen tot. Der Nachfolger war auch nicht schlecht und hat Luther weiter geschützt. Aber für Luther ist das ein tragisches zusätzliches Zeichen. Und als er dann so alles so anschauen muss, was da so in Thüringen beim Bauernaufstand passiert, da schreibt er schnell eine zweite Schrift, als er wieder zu Hause ist. Und die heißt Wieder die räuberischen und mörderischen Rotten der Bauern. Jetzt auf einmal sieht er so viel Gewalt und Chaos und Anarchie, dass er sagt, hier läuft alles aus dem Ruder. Der Obrigkeit ist das Schwert gegeben. Die Obrigkeit muss für Ordnung sorgen. Sie hat das Recht dazu. Sie hat von Gott das Schwert bekommen. Und deswegen ruft er in dieser Schrift zum gewaltsamen Kampf gegen die Bauernaufrührer auf. Die Bauern, die haben das auch schon vorher angefangen, lassen sich das auch nicht zweimal sagen. Die Fürsten, die nehmen jetzt quasi, bieten ihre Heere auf und schlagen die Bauern mit aller Gewalt, so wie es bei Münzer in Mühlhausen gewesen ist. Sie schlagen die schlecht ausgerüsteten Bauernheere brutal und vernichtend, sind da nicht sehr zimperlich. Die Bauern waren vorher auch nicht sehr zimperlich, haben irgendwelche Fürsten aufgespießt und mit Knochen in der Stadt Kegeln gespielt und so. Also es war schon ziemlich brutal, was da so abging. Aber die Fürsten sind jetzt richtig brutal. Sie schlachten 100.000 Bauern ab. Wahrscheinlich so ein Drittel der Bauernschaften, die da überhaupt sich zu den Aufständen versammelt haben.
Das ist schon Wahnsinnschaos. Es sterben nicht nur ein paar Leute, es sterben in ganz Süddeutschland überall Massen von Bauern. Und tja, Luther muss sich überlegen, was er da angerichtet hat. Er hat mit seinen Anteil daran, denn er hat die Fürsten aufgefordert, den Aufruhr zu beenden. Deswegen schickt er noch eine dritte Schrift hinterher, den Sendbrief vom harten Büchlein wieder die Bauern. Haben wir hier auch rechts, 1525. Er muss sich da mit Vorwürfen auseinandersetzen. Die Katholiken werfen ihm vor, oh Luther, du bist schuld an diesem ganzen Bauernkrieg, das ganze Chaos in Deutschland. Du hast zur Freiheit aufgerufen und so. Du bist letztlich schuld für alles. Und die Bauern sagen, boah, Luther, du bist schuld daran, dass wir Bauern verloren haben und dass so viele von uns abgeschlachtet worden sind. Du hast ja die Fürsten zur Niederschlagung des Aufstands aufgerufen. Und Luther verteidigt seine Schrift und sagt, es war nötig, das zu schreiben. Es musste wieder Ordnung geschaffen werden. Aber ihr Fürsten, passt auf, dass ihr das Ganze nicht überdreht. Ihr seid wirklich ein bisschen zu gewaltsam davor gegangen. Das war eigentlich nicht nötig. Ihr werdet auch eure Strafe kriegen. Also er verteidigt sich und versucht, seine Position zu erklären. Der Kriegsverlauf war so, dass natürlich die Fürsten völlig überlegen waren. Ein richtig bewaffnetes Heer kann gegen Bauern mit Spießen, die gar keine Feuerwaffen hatten, natürlich gewinnen. Die Aufständischen waren auch sehr unhomogen. Es waren reiche und arme Bauern dabei. Waren auch andere, gar nicht Bauern, sondern Handwerker, Gastwirte, sogar niedere Kleriker, also Priester, die mitgekämpft haben, weil sie sich ja gegen die Ausbeutung durch die katholische Kirche wehren wollten. Zuerst versuchte man es gewaltlos, dann kam es halt im April, Mai 1525 zu den gewaltsamen Eskalationen. Und die Bauern waren dann doch überrascht von dem gewaltsamen Vorgehen der Fürsten und konnten sich nicht dagegen wehren und haben verloren. Was war das Ergebnis? Luther verliert durch seine Haltung im Bauernkrieg viel Rückhalt im Volk. Die Bauern fühlen sich im Stich gelassen, von Luther verlassen und sie waren 80% der Bevölkerung und diese 80%, ja, die sind nach 1525 gar nicht mehr so sehr für die Reformation. Sie sind skeptisch gegen Luther. Luther hat ihnen keine Freiheit gebracht, obwohl er doch gesagt hat, ein Christenmensch ist ein freier Herr aller Dinge und niemandem untertan. Jetzt wissen Sie, was er damit meint. Jedenfalls nichts, was irgendwie ihre schwere Situation als Bauern verändern würde. Von daher wenden sich viele einfache Menschen und Bauern von Luther ab. Die Reformation wird jetzt stärker von den evangelischen Fürsten getragen, nicht mehr so von der breiten Masse, sondern von den Obrigkeiten. Die fühlten sich jetzt von Luther unterstützt. Denen hat er ja gesagt, sie sollen jetzt mal reinschlagen. Denen hat er ein gutes Gewissen gegeben. Die finden jetzt Luther gut. Die katholische Sicht und die humanistische Sicht sagt, ja, Luther oder die Reformation ist schon schuld am Bauernkrieg. Die Reformation hat das ganze Feuer entfacht und hat doch nichts gebracht. Also der ganze Bauernkrieg war letztlich ein Fiasko. Es hat keine Verbesserung für die Bauern gebracht. Erst spät und langsam gibt es leichte Lockerungen für die Bauern. Aber sie müssen noch weit kämpfen bis ins 18. Jahrhundert, bis sie tatsächlich substanziell eine Verbesserung erfahren haben. Letztlich erst so im 19. Jahrhundert wurde es dann langsam besser, mehr durch die Aufklärung und durch die Französische Revolution und alles, was da in Gang gekommen ist, anstatt jetzt hier durch reformatorische Ideen. Kann man sich auch fragen, hätte die Reformation hier doch mehr positive Veränderungen für die Bauern bewirken können? Das ist die Frage. Als Fazit, der Bauernkrieg ist gescheitert. Es ist ein gescheiterter Versuch einer sozialen Revolution. Eigentlich hätte er gar nichts mit der Reformation zu tun gehabt. Die Reformation war nicht der Auslöser, nicht der Funke, der den Brand auslöste. Die Reformation war aber gerade so ein Wind,
der da eine Glut, die schon lange schwelte, auf einmal zu einem Feuer entfachte. Luthers theologische Gedanken und politische Gedanken haben den Verlauf tatsächlich mitbestimmt. Luther wurde da mit reingerissen. Er hat eine wichtige Rolle damit gespielt. Er hatte die katholische Kirche, eine gesellschaftliche Autorität, grundlegend kritisiert. Und als diese Säule ins Wanken gebracht worden war, dachten sich viele, jetzt können wir endlich frei werden. So meinte er das nicht. Er hat sich viel geäußert zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, zu Wucher, Zinsen, Zehnten und so, aber er wollte immer, dass sich das durch Argumente und durch Worte Veränderungen durchsetzen, niemals mit Gewalt. Die Konsequenz war, dass er sich nicht hinter die Bauernaufstände gestellt hat und damit verlor er auch die Unterstützung aus dem Volk. Das weitere Engagement der Reformationszeit war jetzt von den Fürsten getragen. So war es mit dem Bauernkrieg. Ich hoffe, ihr habt sozusagen ein bisschen was verstanden davon und dieses schwierige Verhältnis zwischen den Bauern und Luther könnt ihr jetzt so ein bisschen einander zuordnen. Im Jahr 1525, als das war, ist noch vieles andere passiert. Unter anderem hat Luther geheiratet, aber das erfahrt ihr in einem anderen Video.